Ich frage mich auch manchmal, was für eine Erwartungshaltung hier gegenüber der FDP formuliert wird. Das ist ja absolut nicht realistisch. Nochmal, wir haben nicht die absolute Mehrheit im Deutschen Bundestag. Wir haben eine ganz andere Pandemiepolitik in diesem Land etabliert, als bisher existiert hat. Nur einfach mal sachlich nüchtern an diese Zeit. Die Erwartungshaltung ist, dass die FDP in der Regierung genau das macht, was sie im Wahlkampf versprochen hat. Das ist eine legitime Erwartungshaltung. Das überrascht mich, dass Sie das jetzt sagen. Nein, das ist so. Das ist die Erwartungshaltung des Publikums gegenüber allen Parteien. Dass wir aber dann nie mehr herauskommen aus den Schutzmaßnahmen, weil es immer wieder neue Fälle geben wird, so wie es auch trotz Grippeschutzimpfungen immer wieder Grippeerkrankungen geben wird. Und hat nie jemand gesagt, tragt die Maske, weil es Grippe wieder gibt. Wir sind im Übergang von der Pandemie zu einer endemischen Entwicklung. Und wenn wir das zum Maßstab machen, solange wir noch Corona-Fälle haben, an nennenswerte Zahlen, müssen wir immer Schutzmaßnahmen ergreifen. Das ist meine Befürchtung, dass wir dann aus dem Kreislauf nicht mehr herauskommen.